Da sind wir auch schon wieder bei dem zweiten Part von Sims 3 Let's Play. Tja, der erste Part wird gerade hochgeladen und ich habe mich entschieden, dass der nächste Sim Enrico heißen wird. Ist halt so, es ist Enrico, ja. Ihr habt es rausgekriegt. Aber die nächsten Sims bekommen dann nicht die Namen, die ihr schon kennt. Außer Felix vielleicht noch. Ist noch eine Ausnahme. Der wird der Herzensbrecher sein. Wir machen Enrico zu einem wahnsinnigen Sim, der athletisch ist, größenwahnsinnig würde ich jetzt nicht sagen, begabt, ja. Und dann würde ich sagen, der hat Sinn für Humor, der ist richtig lustig, wenn ihr ihn mal kennt. Chaot muss ich jetzt nicht unbedingt dahin machen. Wo ist denn das jetzt? Oh oh. Ja, das gute alte Bedienungsanleitung lesen, bla bla bla. Aber ich meine, wer macht das schon? Ich zumindest nicht. Gut. So, er wird Imperator des Bösen. Würde ich mal so sagen. Ist doch lustig, ein Verbrecher in der Familie zu haben. Auf jeden Fall könnt ihr euch jetzt ausmalen, wie Enrico so ungefähr aussehen wird. Natürlich nicht mit dieser Haarfarbe. Ist gleich geändert. Also er ist so... Ja, so blonde Haare ist auch nicht. So ungefähr. Ein Tattoo hat er jetzt auch nicht, aber er steht auf Tattoos, also mache ich ihn jetzt welche. Überall. Da eins. Da eins. Voll die Brutalen hier. Und hier. Und noch Feuer am Bein. Okay. Enrico steht auf dieses Totenkopf-T-Shirt. In schwarz. Moment. Mal kurz. So, könnt ihr ihn besser sehen. Und er trägt immer so eine Badehose hier. Die weiße passt zu ihm. Schuhe, oh Gott, was sind das denn für welche? Da steht eher so auf Turnschuhe. Geben wir ihm die. So. Kriegt er noch einen Ring und eine Armbanduhr. Bla, Socken kriegt er sowieso nie. Abendkleidung. Na, supi. Das ist das, was er niemals trägt. Er ist wirklich so ein Draufgänger. Schwänzt die Schwule und so weiter und so fort. Schlafen tut er nackig. Aber natürlich in Unterhosen. Jetzt denkt ihr wieder das Falsche. Oh Gott, was sind das denn für Hasenschuhe? Wir haben noch nicht einmal ein Gesicht. Okay, der bekommt noch eine Armbanduhr. Sportkleidung. Dann gehen wir in so einen schicken Trainingsanzug hier. In grün, würde ich mal so sagen. Okay, jetzt man die Streifen und so, aber es ist egal. Die Hose wird er sowieso überall tragen. Diesmal in blau. Schuhe. Oh Gott, so eine Kreta zieht er doch gar nicht an. So. Die Brille trägt er auch nicht, das wäre strange. Kein Armband, so trägt er immer. Socken trägt er trotzdem nicht. Ich weiß, ich habe Langeweile. Und am Tag kommen jetzt ungefähr so mindestens 3 Let's Plays hoch und so weiter. Zum Zeitvertreib. Aber keine Sorge, ich telefoniere regelmäßig mit Enrico und er dürfte bald wieder zu uns kommen. Da könnt ihr ihn auch endlich mal in Real Life sehen. Aber schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die Sims so findet bis jetzt.
Okay, jetzt werden wir Felix machen. Und Kenny Burger und Teenager machen wir auch noch. Wir machen nicht nur eine erwachsene Family. Felix. Der Herzensbrecher. Kräftig würde ich jetzt nicht sagen, zum Beispiel er ist 6 Jahre alt geworden. Würde ich jetzt nicht sagen, dass er jetzt schon so stark ist. Boah, dann machen wir ihn zum verantwortungsvollen Erwachsenen. Und er wird, na gut, er wollte schon immer Rockstar in dem Spiel sein. Aber trotzdem wird er ein Herzensbrecher sein. Aber was geben wir ihm für Haare? Sicherlich nicht Bibi. Okay, wir geben ihm ein Ero. Felix habt ihr schon gesehen in dem Kameramann-Video, also müsst ihr jetzt nicht unbedingt ausmalen, ob er wirklich so aussieht oder nicht. Ja, ja. Ah, morgen wieder in die Schule. Ich gebe den ein Tattoo mit Sternchen besetzt. Ich will ein bisschen ärgern. Gut, er kriegt den Drachen. Aber nur weil er sich wieder flennt. Oh, hier hat er schon Tattoos. Naja, egal. Er ist ein verantwortungsvoller Erwachsener, also geben wir ihm einen Anzug. Ich raste innerlich in mir auf. Runterkommen. Und nur damit ihr es wisst, ich werde keine Songs mehr hochladen. So wie aggressiv ihr auf das Video draufgespielt habt, habe ich jetzt keinen Bock, noch mehr Songs hochzuladen. Vielleicht wird Enrico vielleicht aus Gag ein paar Videos singen und so, aber nur aus Spaß. Aber ich werde es nicht mehr machen. Ich weiß, meine Stimme hört sich normal eigentlich, also nicht jetzt in Videos und so, hört sich die eigentlich gut an, aber jetzt in diesen Videos hört sie die scheiße an. Ich gucke mir die Videos auch an und so und die hören sich richtig kacke an. Felix ist ein verantwortungsvoller Erwachsener. Die Brille werde ich ihm trotzdem nicht geben, dieses Strange House. Ich weiß, ich verwende dieses Wort sehr oft. So wie YOLO, Swag und so weiter. Oder whatever. Schlafanzug schläft er auch immer mit Schlippi. Nein, nicht nochmal die Abendkleidung. Nein. Er kriegt einen Tanga. Déjà-vu, sage ich jetzt nur mal so. Sportkleidung. Geben wir ein verschwitztes Tanktop, was so richtig schimmelig aussieht. Okay, nicht das. Okay, ja, das ist eigentlich ein Tarnanzug, aber egal. Geben wir noch eine blaue Jogginghose. Oder wir geben ihnen eine rote. Wie den Tanga. Meine Mom kommt in 15 Minuten so ungefähr. Geben wir noch die coolen Schuhe. Ba-ba-ba. Keine. Jetzt gehe ich schon wieder zu den. Egal, die Brille lasse ich nicht einfach. Muss er sich damit abfinden. Okay. Nein, der wird nicht mit so einer Hose ins Wasser gehen. Das ist Enrico-Style. Okay, die gefällt mir. Schuhe kann er belassen. Trotzdem wird er nicht sowas tragen. Und jetzt sind wir auch schon mit ihm fertig. Doch supi. Ja, ich weiß, das findet ihr bestimmt nicht. Aber trotzdem, ich bin jetzt nicht wütend auf euch oder so. Nein. Ich denke, nee. Ich bin bloß ein bisschen genervt wegen der CD, weil die ja immer nicht geht. So, also wir machen jetzt ein. Oh Gott. Oh Gott. Okay, wir machen lieber ein Mädchen. Okay. Die nennen wir Primrose. Ich weiß es nachgemacht, aber mir gefällt der Name. Ich muss
jetzt erstmal gucken, ob ich den Typen Enrico und den anderen Typen Felix genannt habe. Für noch tatsächlich hier, also zum Go. Okay, Moment. Muss ich gleich mal bearbeiten. Ich muss nochmal schnell was gucken. Felix, Enrico, Laura, ja, stimmt alles. Hallo weiter. Primrose. Ich dachte, in der Primrose kommt vielleicht noch ein E oder so, aber ist ja auch egal. Wenn keine Buchstaben mehr passen, passen sie auch nicht. Okay, so hell muss ja auch nicht sein. Die kann ja auch ein bisschen meiner Sonne gewesen sein. Sie wird ein Bösewicht, würde ich jetzt nicht sagen. Hippie ist auch nicht. Vielleicht nur ein romantischer Sim. Na gut, künstlerisch könnte sie vielleicht noch sein. Wir brauchen ja auch mal einen Maler in der Familie. Trotzdem, sie soll so der gangsterische Sim aus der Familie sein. Die Haarfarbe gefällt mir an sich so. Also, ich mache jetzt, ich ändere jetzt noch die Klamotten, sonst sieht sie eigentlich ganz hübsch aus. Wow, nicht gerade für eine T-Shirt zur Auswahl. Sie geben mir einfach ein Kleid. Sie soll jetzt nicht aussehen wie ein Streber oder so. Ballerina, okay. Finde ich mich noch ab. Sie kriegt noch Ohrringe. Nein, sie bekommt keinen Ring. Sie ist ja noch nicht verheiratet. Handeln, oh mein Gott. Sie darf ja auch ein bisschen sexy aussehen. Aber ich denke mal, in diesen Schuhen wird es nicht der Fall sein. Und in der Brille ganz bestimmt nicht. Noch ein paar Dings hier und ein Dings ist da. Okay, zu besonderen Anlässen darf ich schon mal einen Ring tragen. Schlafanzug. Okay, sie darf einen Tanktop anziehen. In grün. Grün wird jetzt ihre neue Lieblingsfarbe sein, habe ich jetzt gerade so beschlossen. Okay, nach diesem Film machen wir jetzt auch nochmal kurz Stopp. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, hä, warum denn? Naja, weil, wenn die Videos zu lang sind, kommt es nicht auf mein Handy deswegen. Können wir hier vielleicht auch ein Cheerleader anziehen? Ja, das sieht doch mal cool aus. Ich bin für dieses Ding. Die Schuhe darfst du anbehalten. Socken darf die. Im Sportunterricht dürfen wir auch keine Ringe tragen. Also nein. Primrose. Müsste ich damit abfinden. Ey, komm, und ein bisschen Kette darf der auch aussehen. Oh Gott, Mann. Immer bei der Badekleidung oder so. Mir macht Spaß, Let's Plays zu machen. Auf jeden Fall werden wir heute noch das Haus bauen. Ich kann halt nicht so lange warten. Gibt's hier auch noch? Ja, genau, dieses Ding habe ich gesucht. Ja, Badeschlappen darf sie anziehen. Sieht doch hübsch aus. Okay, Primrose ist fertig. Dann machen wir jetzt Schluss für diesen Part. Das ist unsere bisherige Familie. Und bis später. Ciao.